Es ist schon eigenartig, was die Märkte aktuell mit uns vorhaben. Die Nachrichten sind gar nicht so toll. Und trotz alledem macht der Markt eine tolle Aufwärtsbewegung. Zumindest mal nach dem langen Abwärtsmove, den wir hier haben. Hier zum Beispiel beim Nasdaq sehen wir, dass der Markt durchaus in der Lage ist, auch mal wieder nach oben zu kommen. Wir hatten ja schon ein paar Mal charttechnisch drüber gesprochen, dass das durchaus nachvollziehbar ist. Allerdings wundert das ein wenig, wenn man jetzt das mit den Nachrichten verbindet, die wir auch aus Amerika hören. Noch mehr Arbeitslosenanträge als erwartet. Auf der anderen Seite, was erwarten wir denn in so einer Situation? Wir haben oft darüber fundamental gesprochen. Markus Fugmann hat das immer wieder gemacht. Wir haben an verschiedenen Quellen haben wir festgestellt, Mensch, es gibt so viele Hinweise, die dafür sprechen, dass das noch einen ganz großen Impact hat. Und wir müssen einfach damit rechnen. Insofern, offensichtlich hat der Markt dann doch mehr damit gerechnet, als der ein oder andere, der irgendwelche Zahlen erwartet hat. Denn wir sehen, dass der Markt hier ganz schön nach oben gekommen ist. Und das sogar in gewisser Weise ziemlich schubmäßig. Wir sehen das auch beim S&P, wir sehen das beim Dow Jones. Gucken wir nochmal auf den Dow Jones hier, dass der Markt eigentlich in einer wunderschönen Bewegung hier zack so nach oben gekommen ist. Und dementsprechend, wenn das so ein toller Fünfweller ist, jetzt mit einem Rücksetzer zu rechnen ist, der uns vielleicht dann nochmal sogar eine Aufwärtsbewegung beschert. Charttechnisch wäre dafür ja absolut Platz. Und ich habe es eben erwähnt, die Nachrichten sind gar nicht so toll. Es sieht zwar eigentlich super aus, auch hier in Tokio. Man hat den Eindruck, auch wenn man mal rausguckt, das Wetter wird wieder ein bisschen besser. Es ist teilweise wunderschön, mal draußen rumzulaufen. Wir haben Kirschblütensaison. Insofern hat man eigentlich Spaß dran, mal wieder rauszukommen, mit Leuten zusammenzusitzen. In Japan ist es eigentlich typisch, dass man sich unter die Kirschbäume setzt, den kleinen Blütenblättern zuguckt, wie sie runterfallen. Das ist so ein bisschen schneemäßig. Und man sitzt dann auf, naja, manchmal so blauen Planen. Das ist so ein klassisches Bild zumindest mal. Unter den Bäumen, trinkt ein bisschen, redet mit Freunden. Und das alles soll nicht stattfinden. Tatsächlich ist in Japan dieses Wochenende auch in den, ich sag mal vorsichtig, Ausnahmezustand, ich will das nicht als politischen Begriff verwenden, aber in einen besonderen Zustand verrückt worden, nachdem am Mittwoch die Zahl der Infizierten sprunghaft gestiegen ist auf einmal und die Zahl der Toten nochmal. Nach welcher Messung auch immer, das habe ich hier so nicht rausgefunden, aber man hat 40 neue Todesfälle gehabt und da war man doch wohl sehr überrascht und deshalb kam jetzt die Devise: am Wochenende sollten die Leute idealerweise zu Hause bleiben. Es ist wohl keine scharfe Ausgangssperre, die mit Waffengewalt und was weiß ich was durchgesetzt wird, aber eben die Bitte, wenn ihr nicht unbedingt müsst, bleibt lieber zu Hause, trefft euch nicht, vereinzelt euch sozusagen und guckt, dass ihr ein bisschen die Zeit in Ruhe verbringt. Und dementsprechend werden sich wohl viele Japaner daran halten. Das ist auch ablesbar gewesen in den Läden. Ich bin unterwegs gewesen, einkaufen. Die Bilder sind teilweise, also wahnwitzig gewesen. Ich kann ja verstehen, wenn Teile der Regale leer sind. Ich habe leider nicht mehr Bildmaterial jetzt gemacht, weil ich selbst so überrascht war. Ich habe dann aber gesagt, wenigstens ein bisschen was muss ich mit vorbereiten hier. Es ist teilweise so, als ob der Laden neu aufgemacht hat. Ah, die Regale stehen schon, die Ware kommt dann wohl morgen. Ich meine, ich kann dann verstehen, wenn dann Lücken teilweise drin sind. Das haben wir ja alle schon miterlebt. Aber es ist teilweise so gewesen, dass ganze Regalreihen komplett eigentlich leer waren, wo man dann wirklich sagt, ey, was ist denn das? Aber bevor ich jetzt hier irgendwelche Panikbilder verbreite, ich muss ganz klar auch dazu sagen, das war jetzt so extrem in einem der Supermärkte, der ziemlich zentral in Tokio ist, in der Nähe von Shibuya, für diejenigen, die sich auskennen, also sehr zentrale Lage mittendrin. Ich selber wohne ein bisschen außerhalb und da ist die Situation schon deutlich entspannter. Auch dort gibt es Regalecken, die leerer sind, wo man sagt, ah, okay, da ist schon deutlich zugegriffen worden, aber es ist überhaupt kein Notstand. Es ist grundsätzlich alles erhältlich. Ich war dann heute auch noch mal einkaufen und ich muss sagen, es hat an nichts gemangelt, es sei denn, man brauchte jetzt ganz präzise dieses eine oder andere Toilettenpapier. Na, Toilettenpapier witzigerweise ist hier ebenfalls noch einigermaßen knapp, obwohl es so langsam aber sicher wieder geht. Also tatsächlich hier eine etwas besondere Situation. Die Märkte hat es nicht so sehr gestört. Also wir haben eigentlich auch in Japan jetzt und in Asien generell einigermaßen stabile Märkte gehabt. Das ist also jetzt nicht irgendwie so, dass man da in große Panik dann eben sich hat setzen lassen. Viele haben schon gesagt, hier aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Umfeld, nein, wir werden wohl mehr oder weniger zu Hause bleiben. Ich werde das weitestgehend auch tun. Ich habe an einem Tag ein paar Termine, die ich wohl mehr oder weniger wahrnehmen muss. Allerdings vereinzelt man sich in Japan. Die Züge sind aktuell nicht ganz so voll, was heißt, dass nicht gestapelt wird, sondern man nebeneinander stehen kann. Trotz alledem
eigentlich sehr, sehr viele Menschen tragen Masken. Das ist hier sowieso typisch, auch um diese Jahreszeit sehr typisch, auch um die anderen nicht anzustecken. Vielfach wird dann kritisiert, ah, die wirken doch gar nicht. Aus meiner Sicht ist das so nicht ganz richtig. Denn erstens mal geht es ja auch gerade bei den ganzen Maßnahmen darum, einfach die Infektionsrate zu reduzieren. Es geht ja nicht darum, dass man septisch ist oder antiseptisch ist, auf jeden Fall, dass man eben nicht mehr sich anstecken kann, sondern dass man einfach die Zahl der Ansteckungen dadurch reduziert. Und man signalisiert dem anderen, na, mach ein bisschen Abstand, mach ein bisschen vorsichtig. Und ein weiterer Effekt ist, solange man die Maske trägt, fasst man sich nicht so sehr in die Nase und in den Mund, was wir ja auch gelernt haben, was ein Thema ist, also nicht zu vernachlässigen. Ebenfalls ein Punkt natürlich in Japan, man fasst normalerweise den anderen Menschen nicht an, man verneigt sich, man gibt nicht so häufig die Hand, das ist also relativ typisch und sehr, sehr klassisch, man reinigt sich die Hände vor dem Essen. Das ist immer relativ witzig, wenn man sieht, dass viele Menschen aus Europa, wenn sie ein Feuchttuch bekommen, warten, bis sie gegessen haben, um sich nachher die Hände wieder sauber zu machen. Die Japaner machen sich vorher die Hände sauber, damit man, sagen wir mal, mit sauberen Händen da arbeiten kann. Insofern ist eigentlich das ein bisschen entspannter, als wir das kennen. Auch die Situation hier wird nicht schlimm aufgenommen. Es ist, wird wenig gemault. Die Leute in Japan sind sowieso sehr zurückhaltend, was das angeht. Man wird sich wohl weitestgehend daran halten. Sicherlich nicht alle. Ich werde schauen, dass ich ein bisschen berichten kann, wie es denn am Wochenende tatsächlich war. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Woche damit dann anfangen können. Und werden wir mal sehen, was das für die Märkte bedeutet. Spannend auch der Umgang der Japaner mit der aktuellen Olympia-Entscheidung, denn das wurde ja jetzt vertagt auf 2021. Überall hat man die Countdowns gesehen für Olympia und die Paralympics. Das fand ich übrigens sehr attraktiv und sehr spannend eigentlich, dass überall immer beide Events beworben wurden mit dem Countdown. Und man hatte da nicht den Eindruck, ach ja gut, die Paralympik gibt's auch, sondern man hat eigentlich beiden Events entgegengefiebert. Das fand ich ziemlich spannend eigentlich, wie es gemacht wurde. Das ist sicherlich eine spannende Geschichte, wie jetzt damit umgegangen wird. Bis jetzt ist es so, dass alle gesagt haben, naja gut, es wird dann halt nächstes Jahr stattfinden. Die Japaner sind da sehr ruhig geblieben, keiner hat sich aufgeregt, es wurde nicht kritisiert, sondern hat gesagt, es ist halt jetzt so. Die Japaner sind natürlich auch anders krisengewohnt. Man geht auch mit Schicksalsschlägen, man geht da sehr, sehr gelassen um und sehr diszipliniert. Also es gibt da kein Hauen und Stechen, weder in den Shops noch jetzt bei solchen ja doch durchaus bewegenden oder großen Ereignissen. Heute auf jeden Fall mal erstmal damit zu rechnen, dass der Markt ein wenig nach unten nochmal kommt. Zumindest sieht das aus. Es gibt allerdings noch ein, zwei Szenarien, die sogar nochmal für eine Fortsetzung nach Long sprechen könnten, wenn der Markt hier das letzte Zwischenhoch hier nach oben nochmal toppt. Also es ist noch nicht ausgeschlossen, dass auch jetzt nochmal ein letztes Aufbäumen stattfindet. Ich halte das für absolut realistisch und sei es drum, für all diejenigen, die auch so ein bisschen der tieferen Charttechnik verbunden sind, dass der Markt einfach sagt, okay, wir gehen jetzt ja runter, jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch und anschließend dann hier nochmal abschließend in diesen Zielbereich hier rein. Das sind so ein paar Szenarien, die ich für absolut realistisch halte. Es bleibt also abzuwarten, wie der Markt jetzt heute nochmal reagiert. Ich denke mal, ganz große Sprünge wird es vor dem Wochenende wohl nicht mehr geben. Wer traut sich schon übers Wochenende etwas zu halten? Ich denke, da ist die Begeisterung eher begrenzt. Wir werden es erleben. Wichtig ist dann, wie wir in der nächsten Woche damit umgehen. Das, was wir in dieser Woche noch gesehen haben mit diesem Anstieg, ist auf jeden Fall mal erstmal verlockend und gibt eine echte Chance, dass wir noch weitere Korrekturbewegungen haben. Zum Beispiel nach irgendeiner Form der Korrektur, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass wir dann das, was wir hier vorne haben, nochmal als Fortsetzung bekommen. Und dann sind wir in einem klassischen Korrekturbild fertig. Und an der Stelle wird entschieden, ob es dann so oder so weitergeht. Aber bis dahin werden wir uns mit Sicherheit nochmal hören. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende. Zumindest mal mit diesen Ideen jetzt hier zum amerikanischen Markt. Drücke allen die Daumen, dass man nicht unter diesen Marktbedingungen und schon gar nicht unter dem Virus im Moment leiden muss. Dementsprechend alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis bald.